2.0 Rallycross, und zwar Kanada, diesmal nicht in Europa, sondern in Nordamerika. Dort werden wir fahren. 4 Qualifikationsrunden plus Halbfinale plus Finale. Wie wir uns schlagen werden, das seht ihr in den nächsten Teilen. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Rennen hier in Kanada, Qualifikationsrunde Nummer 3. Und wir werden es genauso handhaben wie in den beiden Rennen zuvor. Eine Runde um den Block, dann die Joker Lab. Und dann nochmal 2 Runden. Dann hoffen wir, dass wir im Finale sind. Also beziehungsweise erstmal im Halbfinale. Da sind wir nochmal ganz schön schnell vor. Ganz schön schnell unterwegs hier mit 200 Sachen. Das ist immer ganz cool. Da war einer dran. Und man merkt es richtig, dass die einen rammen. Die wollen das auch keiner, ganz klar. Wir waren die ganze Zeit Erste in der Weltmeisterschaft. In Schweden sind wir dann total Grütze zusammengefahren. Oder auch okay ist. Dann waren wir, sind mittlerweile auf Platz 2 der Weltmeisterschaft. Rangliste komplett. Also in der gesamten Weltmeisterschaft. Und hier liefern wir natürlich jetzt wieder ab mit dem zweiten Platz und dem ersten Platz. Und hier schauen wir mal, was wir da rausholen. Da ist natürlich dann von den ganzen Konkurrenten natürlich schon ein bisschen, ja, die fahren schon ein bisschen aggressiver, wenn die dann nicht merken, okay, wir werden hier auch das Rennen in Kanada komplett gewinnen. Dann haben wir natürlich einen ganz schönen Sprung gemacht wieder in der Weltmeisterschaftsrangliste, und das passt ja natürlich gar nicht, das ist ganz klar. Hier will nämlich jeder einen guten Platz erreichen. Wir natürlich auch. Auch wenn ich dann, so wie in Belgien oder in Schweden, dann einfach nur rummaul, dass alles scheiße ist. Okay, der war noch nicht drinnen. Das ist okay. Dann machen wir es wie gehabt. Taktisch fahren. Den schnappen wir uns dann spätestens in der Joker der Breinfeld. Hier muss ich natürlich jetzt aufpassen. Jetzt hier zu weit nach links gedriftet wäre, dann wäre es halt einfach mal rum gewesen. Mit der Platzierung hätte man dann eine Strafe bekommen. Da bin ich mir sicher. So, er will dann nämlich gleich in die Joker Lab rein, so wie es aussieht. Und er muss hier immer mal rein, das ist schon die dritte Runde. Und hier muss ich dann schauen, dass ich ihn hier echt überhole, ne? Sonst wird es schwer für uns. Okay. Das haben wir geschafft. Erstmal müssen wir natürlich die Führung auch noch behalten, ne? Und das ist alles hier total wackelig, ne? Die ganzen, das ist alles trocken, verfurcht. Das ist natürlich dann nicht so schön zu fahren. Und Vollgas. So, mit Tempo 200. Ja, 193, 195. 195 fährt unser Wagen. Das ist natürlich schon mal gar nicht so schlecht, ne? Für ein Rallycross-Fahrzeug. Er muss ja einfach nur schnell auf Geschwindigkeit kommen. Er braucht keine hohe Endgeschwindigkeit. Okay, hier haben wir. So, jetzt. Rum. Da hier dürfen wir nicht schneiden, ne? Das ist dann blöd. Letzter Abschnitt hier auf Staub. Da kommt wieder Asphalt. Und dann natürlich da hinten. Da muss man echt, da muss man den Bremspunkt wirklich raussuchen. Wie bremse ich hier am besten? Hier auch am besten langsam rumfährt. Das ist natürlich gerade schon am Ende. Und bam, das war's. Erster Platz. Schon richtig gut. Wir machen weiter. Im nächsten Teil. Bis dann, wünsche ich euch was. Das war's auch schon wieder mit diesem Teil. Wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst ein Like da, kommentiert oder abonniert uns, wenn ihr noch weiteres sehen wollt. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.